Das 103.7 Unser Ding, Hallberg Open Air 2013. Seinen Durchbruch hatte er mit Freundeskreis und der Liebeshymne der 90er Jahre schlechthin ANNA. Max Herre heute auf dem Hallberg Open Air 2013. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Ja? Für die Einladung. Die einen, die hier sind, die kennen dich wahrscheinlich schon aus Freundeskreiszeiten. Dann gibt es aber auch ganz viele andere, die haben dich vielleicht erst 2004 oder 2012 kennengelernt durch die neue Musik. Was fehlt denn? Die meisten, würde ich sagen. Ja, die meisten, ne? Was fehlt denn im Gesamtbild, Max Herre? Was da fehlt? Ja. Weiß ich gar nicht, was fehlt. Aber ich verwalte nicht so sehr das Fehlen, sondern ich genieße eher das, was da ist. Ja, das heißt, man versteht den Künstler Max Herre auch, wenn man nur oder fast ausschließlich seine neue Musik kennt? Naja, das geht uns ja auch so. Ich bin ja Fan von Musik. Ich habe viele Sachen. Was ich, Stevie Wonder, habe ich erst die Sachen in den 80er Jahren kennengelernt, bevor ich gemerkt habe, der hat ja ein Leben davor gehabt. Oder mit Michael Jackson geht es vielen auch so, denke ich. Dass sie irgendwie Thriller kannten und dann gemerkt haben, wow, der hat ja schon 15 Jahre vorher auch tolle Platten gemacht. Insofern glaube ich, ab irgendeinem Punkt steigt man immer ein bei dem Musiker und irgendwann entdeckt man, dass der nicht aus dem Nichts kommt. Und wenn man dann richtig zum Fan wird, dann recherchiert man ja sowieso, ne, findet dann noch weiteres heraus. Und wenn man ganz, ganz tief googelt, dann findet man heraus, dass du zweimal sitzen geblieben bist, die Uni geschmissen hast. Die Frage ist jetzt, wenn ich vor der Entscheidung stehe... Wo hast du das gefunden? Naja. Also, zweimal sitzen bleiben, ja. Ja. Uni geschmissen, nein. Nein. Ich habe mich akkreditiert und bin ich hingegangen. Ja, okay. Das heißt, ich habe das nie wirklich betrieben. Das war eher so eine Konzession an mein Elternhaus. Und das war aber nie geplant, dass ich das mache. Zumindest kurz in Angriff genommen und dann aber doch gesagt, nee, direkt Fokus auf die Musik. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe und sage, ich will Musik machen, das ist meine große Leidenschaft. Was rätst du den Leuten? Das so zu machen wie du, direkt drauf hoffen, dass letztendlich alles funktioniert und so schön wird wie jetzt bei dir, so fantastisch? Oder sagst du, nee, Kinder, lernt erstmal was Ordentliches, habt was Bodenständiges in der Hinterhand? Würde ich meinen Kindern jetzt sagen, genau. Natürlich, musst du auch fragen, die schon. Nein, ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sich ausprobiert und verschiedene Sachen ausprobiert. Ich glaube, dass am Ende alles einzahlt, auch ins Musik machen. Ich glaube, dass vieles, was ich mache, damit immer mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, und das fließt ein. Und wenn man ein Studium macht oder eine Ausbildung macht, das öffnet natürlich auch den Horizont und kann dann super einfließen. Ich glaube, es gibt einen Punkt, da muss man sich irgendwie fokussieren und auch sagen, jetzt nehme ich das mal ernst mit der Musik, weil also das nur als Hobby zu betreiben und dann zu glauben, dass es funktioniert, das ist, glaube ich, zu wenig. Und dann klappt es irgendwann auch, wenn man es dann in die Musik geschafft hat, dass man auf Festivals spielt, so wie du. Du bist gerade total im Festivalfieber, ne? Hurricane, Southside, Hessentag, heute hier Hallberg Open Air. Und auf deiner Facebook-Seite, da postest du sehr gerne Bilder von dir auf der Bühne. Man sieht dich dann vor dir, die ganz große Crowd. Es kommt für mich jetzt so rüber, als wenn du solche Auftritte ganz besonders zelebrierst. Was ist denn das Grandiose, das Außergewöhnliche an Auftritten unter freiem Himmel? Also erstmal die Menge an Leuten, die vor der Bühne steht. Ja. Das ist nochmal anders als im Club. Also beim Hurricane standen da über 10.000 und manchmal stehen da fast 20.000 Leute. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Energie, die zurückkommt, die auch mit nichts zu vergleichen ist. Insofern gibt einem das schon nochmal einen Schub, dieser Festivalsommer. Man kommt aus den Clubtourneen raus und kann das alles gut spielen und muss sich nicht mehr darüber Gedanken machen, wie geht das, und kann es genießen, einfach das mit den Leuten zu teilen. Und es spielen andere Bands, man guckt sich andere Bands an, man ist auch so irgendwie, will denen auch zeigen, dass man das kann, was man da macht, und es hat irgendwie eine gute Energie. Auf deiner neuen Platte Hallo Welt, da sind, wenn ich es richtig gezählt habe, 10 von 15 Tracks sind Features. Ich habe bei dir das Gefühl, du hast gerne ein paar Schützlinge, wie zum Beispiel der gute Crow, der mit dabei ist. Oder die sind jetzt nicht dabei, waren aber heute auch schon hier auf der Bühne, Glasperlen spielt. Die Caro hat mir verraten, dass sie total auf Max Herre steht. Hoffen wir mal, dass der Daniel, ihr Freund, nicht eifersüchtig wird. Aber wie gehst du auf jüngere Künstler zu? Welche Tipps gibst du denen? Wenn ich Musik mache mit Künstlern, dann ist eigentlich erstmal egal, wie alt die sind, dann trifft man sich auf Augenhöhe und ich frage die an, weil ich die mag für das, was sie musikalisch machen, weil ich sie sympathisch finde. Dann spielt das Alter erstmal keine Rolle und dann ist es schon, ja, dann ist es nicht so, dass ich sie wahnsinnig bevormunde oder sie da durchnavigiere irgendwie, durch was wir machen. Ja, grundsätzlich habe ich nie allein Musik gemacht. Das ist immer eine Konstellation, in der ich das mache. Ich habe mit Freundeskreis so angefangen. Und da ist jemand wie Gentleman draus hervorgegangen oder Joy Dinalani. Afro war da mit dabei. Und letztlich habe ich das nur weitergeführt, diese Tradition. Ich finde es schön, mich auszutauschen. Ich finde, es entstehen besondere Dinge, wenn man gemeinsam an Songs arbeitet. Mir gefällt es gut,
verschiedene Einflüsse, die dann da mit einspielen. Ja, also ich fange an, Musik zu machen und was zu schreiben und habe eine Idee für eine Farbe. Ich finde, vor allem, wenn man Rap macht, ist es so, dass mir nicht genügt, wenn es nur ein Rap-Track ist und ich will daraus einen Song machen. Und oftmals wünsche ich mir dann irgendwie einen Bruch und denke, da kann auch was passieren, da kann auch eine Farbe rein, das Ding kann aufreißen musikalisch und dann fällt mir da jemand so ein, ob das Allo Black ist oder Philipp Boisel oder also es hängt dann davon ab, was für eine Musik das ist und was für eine Stimmung ich den Text geschrieben habe. Auf deinem Album, der letzte Track heißt Rap ist, wo wir gerade so intensiv beim Thema Rap sind, da heißt es, das ist dein Part, sagst du, Rap ist Soul-Musik. Soul ist ja was sehr Intensives, teilweise auch Feinfühliges und kurzer Schluss heißt es, Rap ist das Sprachrohr der Straße. Das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute denken, die sagen, ja, irgendwie Gangsterkrams aus den Ghettos. Wie passt das zusammen? Also, ja, Gangster, das ist sehr vereinfacht. Wie natürlich, ja, Klischees. Also, ihr habt gesagt, das ist die CNN der Straße. Es ging jetzt nicht nur darum, um so eine Verherrlichung von Gewalt oder Sexismus oder was sicher. Es war erstmal doch ein Sprachrohr für die Leute, die was, also wenn du zurückgehst und guckst, wie das anfängt, mit Grandmaster Flash, Furious 5, The Message, dann ist das erstmal ein sozialkritischer Text. Und das ist jetzt noch nicht ein Abfeiern von Konsumgütern und irgendwie abfällig Frauen gegenüber. Insofern hat das schon andere Wurzeln. Und die Kommerzialisierung von Rap hat dazu geführt, dass Leute da Dinge transportiert haben, die ich auch erfraglich finde. Grundsätzlich kommt das daher für mich. Das Soul-Musik-Ding ist, Rap ist, steht in der Tradition von all der Musik, die davor kam. So wie Rock'n'Roll aus dem Blues entstanden ist, und Soul-Musik aus dem Gospel, so ist eben auch Hip-Hop nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern aus Funk, aus Disco, aus den Sachen, die davor waren. Und Rap ist speziell eine Musik, wo man sich sehr darauf bezieht, weil man eben diese Sample-Kultur auch hat, wo man ganz viel alte Platten durchhört und guckt, gibt es da irgendwie was man verwenden kann, um was Neues draus zu bauen. Insofern steht Rap ganz direkt in der Linie dieser Musik, die davor war. Insofern ist es für mich Soul-Musik. Sind wir auch sehr gespannt, was du denn gezaubert hast für den Bundesdeutschen Song Contest, der jetzt demnächst ansteht. Das ist ja eine heikle Sache. Letztes Jahr Savage, absolute Favoriten, Servan Adoku Savage, haben auch gewonnen und sind daraufhin übel zerrissen und ausgebuht worden. Wie groß ist die Angst, dass dir das Gleiche passieren könnte? Ich habe das nicht so verfolgt und ich habe mir das nicht angeguckt. Ich glaube, in der Halle war das so, in Berlin. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hätten es nicht gewonnen, wenn die Leute das so blöd gefunden hätten. Also das reißt, da stimmen Menschen mit den Füßen ab. Und insofern war das der Song, der den meisten wohl am besten gefallen hat. Ich sehe das eher olympisch. Aha. Wie man es so schön sagt. Sportlich. Ich bin da dabei. Wir bauen gerade einen Song. Ich finde es irgendwie eine witzige Sache. Ich plane eine Platte, die danach kommt. Für die ist es, ich nutze es einfach als Plattform, um auch diese Platte, ich meine Live-Platte, die zu promoten und auch zu zeigen, wie sich das ungefähr anhören wird. Insofern ist das erstmal mein Fokus, zu sagen, wir machen da einen schönen Auftritt und zeigen, was passiert. Und es ist ein Mosaiksteinchen in der Agenda, die ich habe. Es klingt noch ziemlich nach Blaupause, nach Entwurf. Und witzige Sache hast du gesagt, das heißt, experimentierst du ein bisschen oder wo soll es hingehen? Ich glaube, dass ich da was baue dafür. Yeah. Es ist ein bisschen eine andere Situation, weil ich nicht in der Albumproduktion bin. Also bauen wir schon oder schreiben wir schon einen Song, der da passen kann. Ich probiere gerade an 3, 4 verschiedenen Sachen rum und weiß noch gar nicht, was ich machen will. Verschiedene auch Richtungen, in die du bisher nicht gegangen bist? Erstmal macht man Musik und dann guckt man, worauf springt man selbst an, was gefällt einem. Vielleicht guckt man ein bisschen, was könnte auch passen in so einem Kontext. Aber, erstmal muss es einem gefallen. Man muss ein schönes Stück Musik sein. Und wenn das der Fall ist, dann kann man es auch transportieren. Wir sehen es und hören es uns an. Apropos sehen, hören, hast du den Gentleman schon gesehen? Der ist ja heute auch hier auf dem Halberkopf. Ja, aber der ist irgendwie noch nicht aus dem Bus gepurzelt. Deshalb, wir werden uns gleich mal sehen. Wird eine Runde geredet. Was spricht man denn so, wenn man Kollegen auf Festivals oder Konzerten trifft? Ja, es sind ja nicht alle Kollegen gleich. Mit Tillmann verbinde mich ja wirklich eine lange Historie. Wir kennen uns seit 16 Jahren. Und sehen uns sehr, sehr selten. Also, das ist, da spricht man freundschaftlich über Familie und Kinder und was man gerade macht, wo man herkommt, wo man hingeht und wie es einem geht eben. Ja. Und wird da noch einer gehoben heute Abend, wenn das Ganze durch ist? Ja, wir sind ja nicht so am Abend, ne? Wir sind ja eher heute so Nachmittag. Das ist dann eher, wir gehen Kaffee trinken, glaube ich. Ja, Kaffee trinken, so, ja. So mit Schuss vielleicht. Max Serre, vielen Dank. Gerne. Viel Spaß auf dem Heilberg Open Air. Danke dir. Das 103.7 Unser Ding, Heilberg Open Air 2013.